Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Anno 1602. Die Siedlung wächst und gedeiht, sozusagen. Beim letzten Mal haben wir hier noch eine Kirche hingestellt und eine zusätzliche Hochschule, um auch die letzten paar Mongo-Häuser hier zum Aufwerten zu bewegen. Das heißt, wir werden bald noch viel mehr Aristokraten haben. In diesem ganzen Viertel können sich immer noch Aristokraten ausbauen. Und ich hoffe, dass wir die 5000 Aristokraten vollkriegen, und zwar so wie es jetzt ist im Moment. Wir haben jetzt schon fast 5000 Einwohner auf der Insel. Ich hoffe, das kriegen wir noch rein. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir es wirklich schaffen, die 10.000 Aristokraten hier auf diese Insel zu quetschen. Müssen wir ausprobieren, ob das funktioniert. Sonderlich viel Platz ist ja leider nicht mehr. Und ich habe schon wieder vergessen, meine Stoppuhr zu starten. Meine Güte, das ist ja schon eine echte Krankheit. So, läuft. Ja, sieht ja ganz gut aus, ne? Das ist eine wirklich hübsche Insel geworden. Obwohl, naja, gut, gucken, wir können ja hier in der Mitte bei der Hochschule noch alles vollkleistern. Hier unten bei der Hochschule können wir noch alles vollkleistern. Und da oben passen auch noch eine ganze Menge Häuser hin. Aber wie gesagt, wie beim letzten Mal schon gesagt, ich wollte jetzt noch nicht sofort wieder anfangen auszubauen. Obwohl es scheinbar mit dem Kakao ganz gut zu klappen scheint. Okay, wer ist das jetzt? Wer ist das? Wer ist das? Ach so, das Haus hier hinten auf der Ecke. Ja gut, also für das eine Haus brauche ich jetzt ganz sicher kein neues Theater. Das, nee. Wird einfach nicht passieren. So. 2320 Aristokraten. Ich brauche mehr Steine. Ich brauche viel mehr Steine. Vielleicht soll ich hier drüben noch einen Stein mehr. Ach, ich habe hier ein Steinmetz. Warum werden die denn nicht abgeholt? Sag mal. Hier, Cyrus, das ist das Schiff vom letzten Mal, was wir neu gebaut haben. Hier, fahren wir hier rüber, holen wir die ganzen Kacksteine hier weg. Das geht ja gar nicht, sowas. So, komm mal rüber hier. Bisschen schneller, bitte. Was hast du? Ah, du hast 100 Tonnen Kakao im Angebot, alles klar. Ich frage mich gerade, wer eigentlich die Gewürze holt. Welches Schiff holt eigentlich die Gewürze? Das fährt dahin, das fährt dahin, das ist ganz gut. Die haben noch genügend Platz. Welches Schiff holt Gewürze? Holst du Gewürze? Du holst Gewürze. Okay, du fährst immer den Gewürzen spazieren, dann kann da nicht so viel passieren. Du fährst mit Tabak spazieren, alles bestens. Genau, ich wollte Steine holen, richtig, damit sich die Leute schneller ausbauen können. So, komm mal her damit. 170 Tonnen. Hier rüber. Wir haben nicht genügend Tonnen und genügend Werkzeug, aber nicht genug Steine zum Ausbau. Und wenn ich diese 170 Tonnen hier abgeliefert habe, sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Okay, was hast du an Bord? Kakao, Hurricane, genau. Ist beschädigt, ne? Ah, ist egal. Macht nichts. Du fährst mit Gold spazieren. Du fährst mit Steinen spazieren. Du fährst mit Stoffen spazieren. Taita. Ja, okay, der raus. Tabak ist noch nicht so voll, ne? Hier kommt Tabak und Tabak. Machen wir das mal so. Steine, hier, guck mal. Ihr dürft euch ausbauen, und zwar zackig. Von der Fundamental sind schon mal 10 Steine auf jeden Fall verbraucht worden. Das ging ja richtig flott. Mein Gott, hier noch mal rein. Das sieht wirklich gut aus jetzt inzwischen. Kann man nicht meckern. Und hier ist ein Verkehr, Mensch, du. 3, 6 Schiffe auf einen Haufen. Jetzt haben wir schon 2400 Aristokraten. Und immer schön die Nahrungsanzeige, die Ressourcen im Auge behalten. Damit wir rechtzeitig nachbauen können und die Leute nicht wieder unzufrieden werden. Ich möchte da gerne noch das ein oder andere Denkmal haben.
Muss auch gucken, wo ich meine Triumphbögen hinbaue, ne? Hier könnte ich einen hinstellen. Und dann eine Mauer rund um den Dom. Hübsch. Oder als Eingang zu meinem Schloss. Wäre eine Idee, ne? Vielleicht brauche ich auch diesen Bereich hier, der jetzt zwischen Kirche und Hochschule liegt, nicht? Da könnte ich da mein Schloss reinstellen. Aber zunächst einmal möchte ich, dass diese ganzen Häuser hier, diese ganzen blöden Kaufleute, die sollen alle zu Aristokraten aufsteigen. Im Gegensatz zu späteren Annos ist das ja möglich, dass man eine komplette Insel voller... Was ist jetzt los? Ah, na endlich! Ich darf die Kathedrale bauen. Geilomat. Oh, die passt hier sogar rein. Oh, cool. Zack. Und ich kann jetzt kurzfristig die Steuern erhöhen. Na, soweit nicht, aber soweit. Ich muss das im Auge behalten. Denn diese Zufriedenheit sinkt dann irgendwann wieder. Und solange die Kathedrale steht, darf ich alle Steuern halt nochmal richtig anheben. Und das habe ich natürlich dann auch vor, ist klar. Kaufleute, Kaufleute. Ich glaube, ich habe nur noch Kaufleute, Bürger und Dings. Siedler habe ich, glaube ich, gar nicht mehr auf der Insel. Okay, die Aristokraten sind jetzt schon unzufrieden. Also gleich jetzt mal wieder runter mit den Steuern. Das muss man im Auge behalten. Dann gehen wir da auch nochmal einen runter wieder. Aber das bringt halt kurzfristig deutlich mehr Geld ein. Und das ist halt eine echt coole Sache. Gut, dann wollen wir doch mal ein bisschen den Platz gestalten. Ich würde sagen, wir fangen an, indem wir hier und hier jeweils einen Busch setzen, einen Zierbaum. Genauso wie hier und hier. Und dann nehmen wir diese Plätze. Wo sind denn die ganzen Steine hin? Okay, da haben sich offensichtlich einige Häuser weiterentwickelt in letzter Zeit. Ja, tja, das sind mal mehrere hundert Aristokraten auf einen Schlag gewesen. Das ist natürlich brillant. Und jetzt sind die ganzen Steine weg. Doof. Na gut, ist halt so. Ich möchte trotzdem versuchen, den Platz nebendran auszubauen. Eine Tonne Steine brauche ich ja nur. Zwei. Drei. So, hier kommen vier hin. Dann hier. Und dann setzen wir das hier drüben immer abwechselnd mit den Zierbüschen. Die Kapelle kann weg. Die wird nicht benötigt. So. Und jetzt kommen da noch Zierbüsche rein. Für die ich auch Steine benötige, die ich gerade nicht habe. Mann. Ist das doof. Zack. So. Jetzt brauchen wir noch zwei für die Rückseite, ne? Genau, da noch zwei Stück rein. Und schon wieder Piraten. Meine Güte. Die Seaside ist mal wieder unter Beschuss. Da kommt die Lady of Arrows. My Lady of Arrows. Und wird sofort eingreifen, um die Seaside zu unterstützen. Das sollte dann mit zwei Schiffen nicht das Problem sein. Gut. Lady of Arrows. Nimm deine Handelsroute wieder auf. Und hier habe ich eine Tonne Steine zur Verfügung. Die benutze ich auch sofort. Es fehlt doch genau eine... Ah, na, also, passt doch. Guck mal, jetzt haben wir einen schönen... Dom hier, der auch einen ziemlich ordentlichen Teil der Insel abdeckt. Ich frage mich, ob ich jetzt die Kirche hier hinten abreißen darf. Das wäre natürlich geil, wenn ich auf mindestens eine Kirche verzichten könnte. Dann kann ich hier hinten noch irgendwas anderes als Häuser hinbauen. Wahnsinn, was dieses Ding abdeckt. Kostet natürlich auch ordentlich im Betrieb, aber das macht nichts. Geld habe ich ja genügend. Okay, hier müssen wir wieder die Steuern 1% runtersetzen. Bei den Kaufleuten ist das noch nicht so nötig. Die halten das noch aus. Die Bürger sind etwas unzufrieden. Dann gehen wir gleich 2 Stufen runter.
um auf Nummer sicher zu gehen. Damit die sich auch schön ausbauen hier. Dürfen die denn überhaupt? Ja, die dürfen. 12.481 positive Bilanz, Wahnsinn. Schade, dass das nicht von Dauer sein kann. Also jetzt mit der Bevölkerung, die wir haben. Aber man kann natürlich ordentlich Kohlen einsacken erstmal. Natürlich ist die Kathedrale hier nicht so schön wie der, zum Beispiel der Kaiserdom in Anno 1404. Hm, was haltet ihr eigentlich davon? Soll ich im nächsten Jahr auch so ein Endlosspiel mit Anno 1404 machen? Allerdings wäre das dann wahrscheinlich ohne Computergegner, weil ich ehrlich gesagt das Kampfsystem bei 1404 ziemlich Banane finde. Das gefällt mir leider überhaupt nicht. Und da weiß ich nicht, ob ich mir das antun möchte, obwohl es natürlich cool wäre, gegen Kardinal Lucius zu kämpfen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich mir das antun möchte, weil das Kampfsystem nicht unbedingt geil ist. 2680 Aristokraten, ja. Habe ich denn hier überhaupt noch Kaufleutehäuser? Da sind noch welche. Wo habe ich denn noch Steinproduktion eigentlich? Hier nicht. Hier könnte ich aber eigentlich mal einen Stein mit Zinn bauen. Und dann könnte ich ein Schiff losschicken, das quasi die ganzen Inseln einmal abbuckelt. Naja, zumindest drei, naja, zwei Inseln. Ich kann ja nur zu zwei Inseln fahren, weil ich ja nur vier Stationen für die Handel drüber setzen darf. Hm. Um nochmal Steine zu holen, wisst ihr, was ich meine? Hier sind 24 Tonnen, hier sind 32. Ich glaube, die hole ich mir jetzt einfach mal. Wo produziere ich denn noch Steine? Hier habe ich 106 Tonnen Steine liegen. Habe ich hier ein Steinmetz? Warum habe ich so viele Steine hier? Die brauche ich doch gar nicht. Hm. Dann hole ich mir die doch mal. Wenn ich dafür den Ausbau beschleunigen kann. Sieht es mit den Ressourcen aus? Bis jetzt gut. Kleidung. 60 Tonnen habe ich davon noch. Das reicht. Du hast Alkohol an Bord. 31 Tonnen. Was ist dir auch los? Nicht? Oh, voll. Hm. Interessant. Na gut. Du bist dein Tabak auch nicht losgeworden, wa? Ach, Mann! Oh! Kein Wunder. Mensch. Das lässt sich natürlich auch ausladen. Meine Güte. Schlimm sowas. Ihr Mongos dürfte ich hier auch mal alle ausbauen, ne? So, 2707, da ist auch wieder irgendwas. Achso, da hat sich auf dem Marktplatz ein bisschen was geändert. Das sieht ja schon alles ganz ordentlich aus hier. Tonnen Nahrung, was hast du an Bord? Staffel, okay. Die fährst du auch noch spazieren. Dein Kakao, was hast du da alles noch? Wie viel wirst du davon los? Auch ganz ordentlich was, also... Eigentlich gleich schon wieder anfangen, den Kakao auszubauen, ne? Werkzeug und Holz wirst du leider nicht los? Okay. Warum bist du das Holz nicht losgeworden? Ach so, weil ich das Holz in Bedburg auslade, natürlich. Wo die Werkzeuge gebaut werden. Klar. Logisch, das ergibt Sinn. Steine. Zack, alles her damit. Hierher. Oh, vielleicht soll ich die Steuern mal ein bisschen senken. Hast du gerade auch noch mal einen runter? Bürger. Da gehen wir auch noch wieder ein bisschen mit runter. So, Bilanz. Immer noch eine ziemlich gute Bilanz. Natürlich, deswegen haben sich die Kaufleute eben nicht weiterentwickelt und natürlich aus dem Grund, dass wir keine Steine haben. So. Ich kann ja mal gucken, wenn die meisten Häuser hier Aristokratenhäuser sind. Dann werden wir die Ressourcenproduktion so weit ausbauen, dass wir eine deutliche Überproduktion haben. Und dann werde ich erstmal, denke ich, die Viertel füllen, die ich jetzt schon habe. Also hier oben an der Küste, hinter dem Theater, diesen Bereich vollbauen mit Häusern, bis auf den kleinen Bereich, wo ich vielleicht an mein Schloss reinkommt. Dann kann ich diesen Zwischenbereich hier zwischen den beiden vorhandenen Stadtvierteln aufbauen, also ausbauen, auch noch Häuser reinsetzen. Und hier in dem nordwestlichen Bereich der Insel auch noch, oder es ist ja Nordbereich der Insel, auch noch die letzten paar Häuser, die da noch hinpassen, da auch noch mit dazu bauen.
Aber noch sind es nicht alles Aristokratenhäuser. So, hier ist das Schiff mit den Steinen. Nur 13 Tonnen. Ach, was ist das? Dann kannst du gleich mal direkt weiterfahren. Komm mal hier unten hin. Wo ist hier die 40 Tonnen? Hier um uns 32 Tonnen. Und dann sollen die sich schön fleißig weiter ausbauen. 53 Tonnen Kleidung. Sinkt es auch schon wieder ab, wa? Dann werde ich mal den Einkauf beenden hier. Brauche ich nicht mehr. Und den Verkauf lasse ich auch mal sein. Das brauche ich nämlich auch nicht. 97 Tonnen. So, jetzt hier aus Tabak ist gut. Jetzt hat sie auch... Ah, jetzt hat sie ja auch alles ausgeladen, die Tahita. Nicht so wie vorhin, wo sie einfach 50 Tonnen Tabak mal wieder eingeladen hat. Das war ja echt bescheuert. Ich weiß ja schon, was ich mit der Ecke hier hinten mache. Hinter diesem letzten Büschel hinterm Dom. Da ist ja noch so ein Sandfeld frei. Wenn ich wieder ein Denkmal bekomme, dann stelle ich das da rein. Das könnte dann ganz ordentlich aussehen, denke ich. Komm, machen wir hier auch nochmal ein bisschen was Hübsches hin. So. Die Stadt soll ja auch ein bisschen schick aussehen, ne? Und immer schön im Auge behalten. 50 Tonnen Kleidung, das gefällt mir gar nicht. Ob ich hier noch einen Platz finde für einen weiteren Schneider. Kann sonst hier oben natürlich noch einen reinstellen statt ein Haus. Habe ich denn genug Stoffe für die ganzen Schneidereien? Jo, das ist, denke ich, nicht das Problem. Dann brauche ich nochmal einen Schneider dazu. Die passen dann gar nicht ins Stadtbild, die blöden Schneider, ne? Ich könnte den hier hinstellen. Und dann hier die Straße rumziehen hier hinten. Ja, genau so. Und dann können wir hier auch nochmal eine Steinstraße bauen. Das sieht so. Oh ne, das ist ganz gut. Ich bin im Feldweg, so ein Hinterhofweg. Das ist ganz okay. Da kann man sich nicht beklagen. So, und hier. Machen wir nochmal ein Kaufleutehaus. Da. Die sind auch glücklich. Und Bürger, gibt's nicht mehr. Das sind jetzt inzwischen alles Kaufleute. Super. Und wir nähern uns der Hälfte der Einwohnerzahl, die ich gerne auf der Insel haben möchte. Allerdings noch nicht an Aristokraten. Das sind erst 3000. Das müssten auch noch ein paar mehr werden. So, du schnappst dir mal die ganzen Steine von hier. Dann erst einmal hier oben hin. Ja, das ist tatsächlich so. Ich brauche wirklich mehr Schneidereien. Das reicht ja hinten und vorne nicht hier. Kann ich hier eigentlich auch noch eine hinbauen, ne? In die Ecke. Kriege ich da noch eine rein? Kurz gucken. Ja. Eins, zwei Stück der Felder. Und dann noch einen. Dann machen wir das doch so. Dahin. Da müssen die Bäume mal eben weg hier. Der Busch muss dann auch leider wieder weg. Das Ding weg, das Ding weg. Oh, da ist ja noch, da sind ja noch zwei Feldwege. Das geht ja gar nicht. Höh. So, und dann können wir hier drüben Häuser hinstellen. Also ab hier, hier die Reihe runter. Bis hier. Dann eins hier hinten rein, als Hinterhofbebauung. Und hier noch eins rein. Das ist doch schick. Aber wie gesagt, erst alles später, wenn wir genügend ausgebaute Leute haben. So, jetzt haben wir schon 3080 Aristokraten. Wie viele Leute leben hier? 4799. Okay, das ist sehr schön. Achso, genau. Du Steine einsammeln. Und dann bringst du die mal hier rauf. Hier sind nämlich, jetzt nämlich nur noch 11 Tonnen. Und das ist ja nicht so unglaublich viel. Sind noch 2 Tonnen Steine. Achso, die werden ja sowieso immer rübergeholt, richtig. Hier sind 11 Tonnen Steine. Hier sind 56 Tonnen Steine. Die kann ich mir eigentlich auch nochmal holen dann. Weil die werden gerade nicht gebraucht. Komm mal hierher, nehmen wir auch nochmal mit. Dann ist dieser Part auch schon wieder fast vorbei. Null. Na gut, das sind sie natürlich alle weg. So, wie viele...
Aristokraten haben wir jetzt, die Aristocats. 3110 schon. Das ist gut, das ist sehr gut. Eigentlich müssten wir ungefähr 6000 Aristokraten hier reinkriegen. In diesem Bereich, auf diesen Inselteil, den wir jetzt bebaut haben. Es müssten ungefähr 6000 Aristokraten sein. Wenn wir das hinkriegen, dann haben wir definitiv genug. Also genug Platz, um auf die 10.000 zu kommen. Oh, Entschuldigung. So, nehmen wir zwei Steuern tiefer. Die Kaufleute bestimmt auch. So, hier auch nochmal einen tiefer. Und Bürger haben wir nicht mehr. Nur noch Kaufleute und Aristokraten. Das ist doch richtig klasse. So, du sammelst die Steine hier ein. Und guckst mal eben zur Hauptinsel zurück, damit sich die Leute schneller ausbauen können. Weil Werkzeug und Holz ist da, Steine nicht. Mäp. So. 3116 Aristokraten. Das geht noch runter bis Steuersatz 35, nee, 34 ist, glaube ich, für Aristokraten Steuersatz gewesen. Und Kaufleute waren, glaube ich, auf 35%. Das senkt sich, oder 35 und 36, irgendwas um den Dreh rum. Das senkt sich also noch eine Weile weiter ab. Aber das lohnt sich halt einfach trotzdem durch den, durch die Kathedrale. Also, da kann man richtig Asche mit scheffeln. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, die Waren im Blick zu behalten. Und wie es aussieht, brauche ich schon wieder einen Schneider. Also bauen wir mal noch einen mehr. Wir könnten natürlich auf einer anderen Insel eine ganze Phalanx an Schneidereien bauen, aber das funktioniert einfach nicht so. Jetzt brauche ich erstmal... Da, sogar dafür brauche ich jetzt wieder Steine. So, so und so. Und dann bauen wir nochmal ganz fix zwei Schneidereien hierzu. Eins, zwei, drei. So, das muss reichen. So, nochmal vier extra. Das sollte eigentlich jetzt genug sein. So, mehr Steine habe ich nicht. Hier kommen natürlich wieder ein paar Steine da dazu, aber insgesamt ist es halt so, dass ich... Ach so, hier, da. Geh mal wieder an die Arbeit. Und die beiden Schnarchen auch. Die sollen auch arbeiten. Ach so, das Ding steht hier jetzt rum, ne? Warum? Warum steht das Ding hier rum? Hat das eine besondere Bewandtnis gehabt, warum ich das Ding hierher geschickt habe? Ach so, genau, richtig. Ich wollte das Zeug hier abladen. So war es aber auch. Ach so, jetzt habe ich ja zwei Schiffe, ne? Stimmt ja, ich habe ja noch die Defender. Ach, warum sind die nicht bewaffnet? Was soll denn der Quatsch? Hierher, zack. Bauen die sich überhaupt aus? Hm. Sie dürften auf jeden Fall. Ach so, hier muss ich natürlich gucken bei den Kaufleuten, logisch. 1400 Kaufleute, ja. Da ist wieder ein Haus entstanden. Super. 3326 Aristokraten. Das sind 25 Kaufleute gewesen, die sich weiterentwickelt haben. Sehr hübsch. Sehr... Noch eins. Oh, geil. Das wird immer besser. Fast 10.000 Goldmünzen zahlen die schon in Steuern, obwohl sie nur bei 39... Können irgendwie ein bisschen höher. Ne? 40%? Ich bin ja ein Geizhals. Das können wir leider nicht machen. 41%. Ich bin ja ein Geizhals. Ein geiziger Geizhals. Aber in welcher Effizienz? Aber in die 89%, 88, 100, 95. Das ist okay. Und das sollte jetzt eigentlich auch genügen, um das hier zu stabilisieren. So, du. Lädst mal den Alkohol hier ab. Und dann lädst du Kanonen ein. Es geht ja wohl nicht, dass ein großes Kriegsschiff von mir hier unbewaffnet durch die Gegend fährt. Und die Kackwolle, die wirfst du über Bord. Braucht kein Mensch. So, jetzt habe ich natürlich zwei große Kriegsschiffe hier rumstehen. Aber das macht nichts. Meine Zeit ist nämlich auch schon wieder um. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal, da kommt Nahrung, beim nächsten Mal, gucken wir uns das hier weiter an, wie sich die Leute alle ausbauen, sammeln weiter fleißig Steine. Und sehen zu, dass wir unsere Produktion an Ressourcen weiter ausbauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Anno 1602. Bis dann.